Da sind wir. Bin ich gespannt. Also, da ist ja immer wieder so viel vom Matchmaking abhängig. Ja, hast du CV? Hast du U-Boote? Ja, wir haben CV. Nein, wir haben keine U-Boote. 8er CV, ja. Die haben eine Pedro. Das war es aber auch. Na, Mino könnte Radar sein. Ist ja eher unwahrscheinlich. Aber man weiß es nicht, ne? Ich denke mal, die brauchen mich eher an D als an A. Harugumo Maso Öland. AA ist abgeschaltet, okay. Finde ich auch einfach immer wichtig im CV-Spiel hier zu gucken, ob man es abgeschaltet hat oder nicht. Es kann böses Erwachen geben, wenn du denkst, du hast abgeschaltet und dann im falschen Moment doch irgendwo überflogen wirst und die AA sich viel zu früh meldet. Okay, Marceau und Harugumo an A, das heißt, hier ist noch die Öland. Da ist die Petro. Und mal gucken. Stehst du im Smoke? Ja. Pedro hat bestimmt... Ah, guck mal.
Nope. Kann ich besser, mein kleiner Scheißer. Glaub mir das. Kann ich besser. Wart mal ab. Hello, my friend. Deering gegen Öland sollte eigentlich kein großes Ding sein für die Deering. Oh. Na Preußen, Hydro, und Jodo, du Hydro, Das ist sowas aber auch. Hä? Ja, welcome back, Amo. Guck mal, jetzt gibt er nämlich wieder Gas. Deswegen habe ich eben vorgehalten. Aber ich befürchte, den holt sich wohl... Na, nee, guck mal, er hat nicht vorgehalten. Der hat auf das Ziel selbst gehalten. Das funktioniert nicht, weil der natürlich langsam wird und dann... Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Maschinenboost aktiviert. Unser Sieg ist in Sicht. Ärgern wir die Leute doch mal ein bisschen, ne? Huh? Unser Sieg ist in Sicht.
Guck mal, auch hier wieder. Hier kommen jetzt Torps. Ich bin gespannt, ob er mich sucht. Nee. Nee. Ich habe auch schon mal Lexington gespielt. Meine hat nicht so getroffen. Na, Thunderer? Schießen wir noch mal ein bisschen mit. Geben wir ihm noch eine Chance. Oh. Na gut. Irgendwie war er ja auch meiner. Alter, ey. Na? Die Vincent, ja, da ist er doch. Guck mal. Da ist meine Krake. Ah. Da ist sie. Guck mal. Und der Kapitän hätte jetzt dafür gesorgt, dass wir wieder das halbe Schiff zurückbekommen. Ja. Tja. CV-Spieler. Wie kann der mich da durchlassen? Wie kann der da nicht spotten? Hm. Aber unser hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert hier unten. Das sieht eigentlich gut aus. Das eher nicht. Das, normalerweise darf das unser Team nicht gewinnen mit so einem CV. Aber das ist schon, ja. Preußen weg, Thunderer weg, Petropavlovsk weg, Lexington weg, Öland weg. Na dann. Bisschen potenziellen Schaden haben wir auch gekriegt. Schaden durch Aufklärung. 166.000 finde ich jetzt auch gut. Finde ich auch immer wichtig. Denn eins zeigt der Schaden durch Aufklärung eben auch. Man hat ein Team gehabt, das was getroffen hat. Du kannst das spotten, wie du willst. Wenn du ein Team hast, das nicht trifft, machst du keinen Schaden durch Aufklärung. Also, doch, alles in allem eine
schöne, nette Schema-Runde. Jo.